Herzlich willkommen zu X3. Meine Damen und Herren, heute erleben Sie eine Sondersendung mit dem Besten vom Besten, der Creme de la Creme. Gesammelte Höhepunkte unseres aktuellen Satire-Schaffens. Freuen Sie sich mit mir auf sagenhafte Satire mit Premium-Pointen und Qualitätsquatsch. Und affige Alliteration gibt's nicht. Das ist eigentlich das Beste. Es war gar nicht leicht, hier eine Entscheidung zu treffen. Wir haben uns im Team zusammengesetzt. Wir haben tagelang gesichtet und diskutiert. Was sind denn Filme? Was sind Moderationen von zeitloser Schönheit? Welche will man unbedingt nochmal sehen? Wir haben dann ein aufwendiges Verfahren entwickelt, basisdemokratisch abgestimmt. Es gab Hammelsprung, Kumulieren, Panaschieren, das ganze Tralala. Und dann habe ich einfach entschieden. So ist es am fairsten. Finde ich auch, da kann sich niemand beschweren. Meine Damen und Herren, liebe Extra-Fans, freuen sich nun auf meine ganz persönlichen Lieblingsbeiträge der vergangenen Monate. Viel Spaß mit meinen Highlights. Ampel Number One. Jetzt geht die Ampel an mit den Grünen und dem Gelben und dem Blockflötenmann. Es geht um die Macht, ihre großen Unterschiede werden weggelacht. Sie wissen, wie es Deutschland besser geht, mit einer Wollmilchsau, die Eier legt. Sie helfen Armen und Reichen und kümmern sich ums Klima. Sie hauen die Knete raus und finden's prima. Ein kleines bisschen Mindestlohn, das ist fein. Ein kleines bisschen Tempolimit. Nein. Schuldenbremse bleibt dabei. Doch Cannabis, das wollen sie alle drei. Früher aus der Kohle raus, das ist schön. Und dabei auch die Steuern nicht erhöhen. Ganz Deutschland digitalisieren. Wie wollt ihr das finanzieren? Sag ich nicht. Es gibt noch keine Haushaltsplanung und auch keine mittelfristige Finanzplanung. Ja, wir brauchen Milliarden. Damit keiner von denen sein Gesicht verliert, wird jeder Wunsch erstmal schön notiert. Doch geht's um Posten 1, 2, 3, dann ist die gute Laune schnell vorbei. Der Habeck will Finanzminister sein, das sieht der Lindner überhaupt nicht ein. Oh nein, bitte nicht. Er will's lieber selber sein, das sagt der Robert aber. Nein! Vielleicht ist eine Impfpflicht tatsächlich notwendig. Nur für die Impfung zu werben, hat es ja nicht gebracht. Wobei ich finde, da war Luft nach oben. Das hätte man besser machen können. Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, warum holen die Howard Carpendale für so eine Kampagne? Ich hätte vorgeschlagen, macht Spots mit dem Seitenbacher-Typen. Kein normaler Mensch hält das mehr als dreimal aus, ohne panisch ins Impfzentrum zu rennen und sich selber die Spritze reinzurammen. Andere muss man vielleicht eher mit einem zielgruppengerechten Angebot überzeugen. Also man müsste sagen, esoterische Impfverweigerinnen zum Beispiel, denen legt man zwei Spritzen hin und sie dürfen die richtige auspendeln. Und klar, dann gibt es noch diese Gruppe der Rechten, das ist eine ziemlich große Gruppe. Und es gibt ja offenbar einen Zusammenhang zwischen AfD wählen und sich nicht impfen lassen wollen. Und Überraschung, auch einen Zusammenhang zwischen AfD wählen und an Corona erkranken. Links die Corona-Fallzahlen in einem 3-Monats-Zeitraum in der zweiten Welle. Rechts der Stimmenanteil der AfD bei der Bundestagswahl 2017 mit auffälligen Übereinstimmungen. Auch für viele Impfunwillige ist die AfD erste Wahl. 50% von ihnen haben bei der letzten Bundestagswahl laut einer Forsa-Studie rechts gewählt. Die etablierteren Parteien landen abgeschlagen weiter hinten. Das ist frappierend, aber warum sollte man nicht auch für die ein zielgruppengerechtes Impfmarketing hinbekommen? Die vierte Corona-Welle offenbart, Deutschland hat ein Impfproblem. Hier im beschaulichen Unterhinteracker gibt es die niedrigste Impfquote Deutschlands. Ich lass mir doch nicht so einen ausländischen Bill Gates-Impfstoff in meinen arischen Arm jagen. Die Virologen sind doch alle von den Rothschilds ferngesteuert. Keine Einzelfälle, denn in Unterhinteracker ist die große Mehrheit der Einwohner geprägt durch ein rechtsradikales Weltbild. Endlich wieder Deutsche sind, die in Deutschland leben und das auch wieder mit Stolz verkünden können. Deutschland! Jawohl, Deutschland! Wir sprachen mit Peter Großbusch, dem Leiter des örtlichen Impfzentrums. Keiner wollte sich impfen lassen. Ich war schon kurz davor, das Impfzentrum einfach dicht zu machen. Doch Peter Großbusch gab nicht auf. Beim herbstlichen Laternenaufmarsch des Hermann-Göring-Turnvereins vor dem Impfzentrum kam ihm die Idee, wie er die rechten Impfskeptiker doch noch zum Impfen bewegen könnte. Vielen war dieses pharmazeutisch-wissenschaftliche Erscheinungsbild ein echter Dorn im Auge. Deswegen haben wir uns gezielt einen völkisch-nationalen Anstrich verpasst und haben das Impfzentrum einfach Spritzkrieg genannt.
In seiner Freizeit verteilte Peter Großbusch Flyer, um auf die neue Volksnähe seines Impfzentrums hinzuweisen. Ja, unsere Brownwashing-Aktion hat echt eingeschlagen wie eine Granate. Gleich am nächsten Tag war die Hütte gerommelt voll. Und das nicht nur wegen unserer Gratis-Bratwurst. Mm. Besonders gut kamen die verschiedenen Motto-Behandlungsbereiche an. Und hier schon die nächste Kabine. Das ist ja doll. Na, ich habe mich für den Führerbunker entschieden. Meine Frau hat sich nebenan in der Wolfschanze impfen lassen. Sie war total begeistert. Tatsächlich konnte die Impfquote in Unterhinteracker innerhalb von nur einer Woche gravierend gesteigert werden. Und? Welche Impfquote haben wir jetzt? 88%. Sehr patriotisch. So, das war's auch schon. Blitzimpfung halt. Und kriege ich noch ein Pflaster? Nee, bei uns gibt's natürlich eine schöne, stramme Armbinde für Ihren aufopferungsvollen Einsatz an der Reichsimpffront. Wenn das so weitergeht, dann haben wir 0,nix alle durchgeimpft. Ja. Erst Unterhinteracker und dann die ganze Welt. Jawohl! Eine Erfolgsgeschichte, die zum Vorbild werden könnte. Nicht nur für Deutschland, sondern auch für die ganze Welt. Sehr viele Ungeimpfte und damit auch hohe Inzidenzen gibt es in Bayern und Baden-Württemberg. Und da liegt es wahrscheinlich unter anderem an so einem gewissen esoterischen Milieu, das im Süden Deutschlands sehr verbreitet ist. Baden-Württemberg zum Beispiel ist ein Zentrum der Waldorfbewegung. Und die Waldorfbewegung steht dem Impfen grundsätzlich eher skeptisch gegenüber, weil man in der Anthroposophie ein ganz eigenes Bild vom Körper hat. Ansgar Martins war früher selbst auf einer Waldorfschule. Mittlerweile forscht er an der Universität Frankfurt. Auch zu Anthroposophie und Esoterik. Eine der spirituellen Annahmen ist der Glaube an Reinkarnation und Karma. Das bedeutet, wenn ich krank werde, kann das eine Folge von Dingen sein, die ich in einem vergangenen Leben gemacht habe. Wenn man krank wird, hat man im vergangenen Leben irgendwas falsch gemacht. Kann also sein, dass Eltern, die Kinder auf solche Schulen schicken, im nächsten Leben sehr krank werden. Ich meine, es sind nicht alle Schulen schlimm. Es sind nicht alle Schulen ganz schlimm. Ja, aber es gibt zum Beispiel Eltern, die sagen, mein Kind soll keine Maske tragen. Und in einer Waldorfschule in Freiburg gab es sage und schreibe 50 Kinder, die aus angeblich medizinischen Gründen keine Maske tragen mussten. Nach einem Corona-Ausbruch mit Dutzenden Infizierten stellt die Schulaufsicht fest, alle 50 Maskenatteste waren ungültig. Aha, Lügen ist also okay in dieser Welt von Rudolf Steiner. Dieser Welt, in der es Engel gibt, in der man mit Mineralien gefüllte Kuhhörner auf Feldern vergräbt, weil sie angeblich ätherische Kraft in Kartoffeln und Rüben übertragen. Viele Waldorf-Anhänger sehen Impfungen als einen schädlichen Eingriff in den Körper. Und sie sehen auch den Zusammenhang nicht zwischen fehlender Impfung und steigenden Corona-Todeszahlen. Diesen Zusammenhang erkennen sie nicht. Und mit Kastanien kann man diesen Zusammenhang halt auch nur sehr schwer berechnen. Mehr über die Impfskepsis in solchen alternativen Milieus kann uns jemand berichten, der diese alternativen Milieus sehr gut kennt. Maximilian Schaffroth, herzlich willkommen. Grüße Sie. Grüße Sie. Grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Herr Schaffroth, Sie sind, ich habe mir das aufgeschrieben, Sie sind Anthroposoph, Sie sind Waldorfpädagoge, Ätherleib-Osteopath mit unzähligen Zusatzausbildungen. Schön, dass Sie hier sind. Ja, ich führe das auch gerne fort, Herr Ehring. Ich bin eurythmischer Tanztherapeut nach Hellinger. Ich bin Leiter der Gesangsgruppe Anthroposophisches Tönen und Stöhnen. Bin Leiter der Antidiskriminierungsstelle für Hexen in Oberschwaben. Meine Frau und ich, wir sind auch Heiler, das möchte ich hier noch erwähnen. Wir sind Spontanheiler, alles gemäß Hygieneverordnung. Wir heilen durch kontaktlose Handauflegung infolge von kontaktloser EC-Kartenauflegung. Meine Frau ist heute materiell leider in Waiblingen bei einer Teufelsaustreibung. Sie freut sich aber sehr, dass sie astral und ätherisch hier heute bei uns sein darf. Simone Gaia, ich grüße dich. Augenblick mal, Ihre Frau ist in Waiblingen und gleichzeitig bei uns in Hamburg. Wie nennt man das? Esoterisches Multitasking oder was ist das? Ich verstehe schon, Herr Ehring, ich muss jetzt Ihren Strukturkopf erst einmal hineinholen in meine anthroposophische Lehre. Wir haben ja in der Anthroposophie einen riesen Vorteil durch die drei Leiber. Drei Leiber? Ja, ja, meine Frau und ich, wir sind ja quasi Sechsfachverdiener. Sehen Sie, der materielle Körper kommt in der anthroposophischen Hierarchie quasi ganz unten. Ja? Wichtig ist dem Anthroposophen das Astrale, das Ätherische. Und wir sagen auch, zu viele Fakten schädigen den Ätherleib. Und Sie, Herr Ehring, ist hochinteressant. Meine Frau, die Simone Gaia, lacht auch gerade. Sie sind ja so Faktenmensch, ja, immer Zahlen und Statistiken. Aber Sie haben trotzdem einen ganz knackigen Ätherleib, Herr Ehring. Das möchte ich mal sagen. Ach so. Und ist das in der Anthroposophie dann der Grund, dass dann der natürliche Leib weniger wichtig ist, also der materielle Leib? Und deswegen
deswegen vielleicht auch nicht geimpft werden muss, weil er eh nicht so wichtig ist wie der knackige Ätherleib? Kann man das so sehen? Hoppla, jetzt, Sie wollen damit sagen, dass wir in Kauf nehmen, dass ein Mensch stirbt, oder? Am Ende, nein, auch, ja. Es hat der Äther Irren gerade eine kleine Warze bekommen. Also, nein, die materielle Hülle, die vergeht. Und es ist in Ordnung, wenn sie vergeht. Wir können nicht immer alles mit der Schulmedizin, mit der logischen Keule retten wollen. Wir müssen auch einmal demütig akzeptieren, wenn ein Mensch einfach gehen möchte. Wir sagen dazu AFA. Das heißt nicht Abschreibung für Abnutzung. Nein, bitte, das heißt Achtsamkeit fürs Ableben. Und nein, es ist okay, schwach zu sein. Es ist okay, zu sagen, ich ziehe mich zurück aus dem Irdischen. Es ist okay, aussortiert zu werden. Das will ich damit sagen. Aussortiert zu werden? Das ist ja nur übelster Sozialdarwinismus, Herr Schaffroth. Und es ist auch egoistisch, weil Sie ja dann unsere materiellen Leiber anstecken. Mit Corona zum Beispiel. Bitte, Herr Ehring, bitte. Sie sind mit einem guten Karma in diese Welt hinein inkarniert. Machen Sie sich das doch nicht durch Fakten kaputt. Sterben gehört zum Leben. Da können Sie doch nichts dagegen sagen. Ja, aber der Fundamentalist unter den Anthroposophen sagt dann, sterben ist besser als geimpft werden. Nein, wir sagen kämpfen. Wir sagen, weil Impfen feige ist, das sagen wir. Weil Impfen die unbemannte Drohne der Schulmedizin ist. Schauen Sie, wir kämpfen noch alttestamentarisch. Wir kämpfen Aug um Aug, Lung um Lung. Ne? Wir sagen diesem Teufel, komm her, du Säckel, du verrecktes Spike-Protein. Ich verwirre dich mit Eurythmie. Wir nennen das eurythmische Desinfektion, die Globuli-Attacke. Wir sind die Belladonna-Brigade. Unsere Kriegsbemalung ist Veleda Sanddornsalbe. Das ist Ihre Antwort auf die größte Pandemie, die Sie und ich jemals erlebt haben? Sanddorn? Ja, jetzt machen wir mal Steine ins Wasser hier. Und Dr. Hauschka auch. Wir hatten uns ab. Wir trinken jeden Morgen trinken wir einen Sud aus eingekochten FFP2-Masken. Und dann fahren wir nach Bayern und Sachsen, da schlägt man die Türklinken ab. Und dann tanzen wir eurythmisch durch die vollen Intensivstationen. Und dann legen wir uns ins Bett und dann warten wir, bis die Infektion kommt. Und wenn wir so richtig fiebern, dann gibt's die Immunbazooka. Großmutters Ingwer-Dinkeltaler. Ja, das Rezept haben wir zum Glück gerade noch aufgeschrieben. Wir hatten neuerlich einen enormen Schwund an Großmüttern. Und ich sage Ihnen, wenn es einen trotzdem umhaut, dann hätte Rudolf Steiner gesagt, mein Bub, bist du zu schwach? Ist das Virus zu stark? Das sage ich. Vielen Dank, Maximilian Schaffroth. Es wird ja vermutet, dass Produkte teilweise schon so hergestellt werden, dass sie schnell ausgetauscht werden müssen. Bei Fernsehern werden oft hitzeempfindliche Teile gerade an Stellen mit hohen Temperaturen verbaut, damit sie schneller durchschmoren. Und in Kameras werden Mechaniken oft aus Kunststoff hergestellt, weil sie schneller kaputt gehen als Metallteile. Oder Ladekabel. Jedes Gerät hat ein eigenes Ladekabel. Wenn Sie ein altes Gerät ohne Kabel haben, müssen Sie lange suchen. Ich wette, so sind schon Beziehungen entstanden. Da hat jemand gefragt, kennst du zufällig jemanden, der ein altes Nokia-Ladekabel hat? Ja, ich habe eins. Was, echt, du hast eins? Sollen wir uns mal verabreden? Ja klar, komm zu mir. Ich habe eine schöne Dreizimmerwohnung. Ein Zimmer bewohne ich, zwei sind für die Ladekabel. Zum Glück will die EU jetzt Abhilfe schaffen und das USB-C-Kabel als Standard bei Handys einführen. Die Europäische Union verbietet Kabelsalat. Das ist gut so, denn allein durch Ladekabel entstehen jährlich 980 Tonnen Elektromüll in der EU. Wir sind es irgendwie gewohnt, alles einfach auszusortieren und durch etwas Neues zu ersetzen. In der Politik ist das genauso wie mit unseren elektronischen Geräten. Früher hat der Fernseher noch von der Mondlandung bis zum Mauerfall durchgehalten, ohne ausgeschaltet zu werden. Heute hat man für eine Bundesliga-Saison am besten schon sicherheitshalber einen Zweitfernseher im Keller stehen. Man kann natürlich auch versuchen, ein defektes Gerät reparieren zu lassen. Ja, viel Spaß dabei. Hallo. 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 Ich würde gerne meine Kaffeemaschine reparieren lassen. Reparieren. Hast du das verstanden? Nee, vielleicht ist das Latein oder so? Do you speak English? Nee, Deutsch. Vielleicht haben Sie denn etwas genuschelt? Was möchten Sie kaufen? Nichts. Ich möchte das einfach nur hier reparieren lassen. Wieder dieses Wort. Ich guck das mal nach. Etwas Defektes wieder funktionstüchtig machen. Ach so. Nee, sowas machen wir hier nicht. Hier laufen ja vielleicht Leute rum. Ganz ehrlich, das ist für Sie wahrscheinlich ein Kinderspiel. Das müsste ja einfach nur... Ah, nee, das geht leider nicht. Aber Sie wissen doch gar nicht... Da wird nichts draus. Aber es müsste nur... Haben Sie nicht zugehört? Das lässt sich nicht reparbumsen da. Ja, was machen wir denn da jetzt? Neu kaufen. Ja, schon klar, was hier abgeht. Ihr wollt mir was Neues andrehen. Schön die Rohstoffe verballern und die Welt mit Elektroschrott zumüllen. Nicht mit mir. Außerdem ist das Gerät noch ganz okay. Es ist gerade mal 2,5 Jahre alt.
Da wird es jetzt aber wirklich Zeit für was Neues. Bisschen den Konsum ankurbeln. Hä? Denken Sie doch mal an unsere Wirtschaft. Okay, dann muss ich wohl zu anderen Maßnahmen greifen. Wow, 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 wow. Nichts Unüberlegtes machen. Ganz ruhig. Legen Sie das Ding... Ökodesignverordnung der Europäischen Union. Er tut es wirklich. Zur Vermeidung von Elektroschrott. Neue Haushaltsgeräte müssten ab dem 1. März 2021 bis zu 10 Jahre lang reparierbar sein. So! Sie haben es nicht anders gewollt. Ja, was für eine perverse Welt leben wir hier eigentlich? Ihr Repa-Dingsbums da kostet mit Ersatzteilen, Arbeitszeit 350 Euro. Das Ding kostet doch neu nur 179. Dank der billigen Arbeitsstunden in China. So günstig kriegen wir das nicht hin. Also ist es besser für mich, wenn ich mir ein neues kaufe. Guten Morgen. Aber ich will doch nicht, dass so viel Müll anfällt. Oh, süß. Und wir möchten nicht, dass Sie so viel Geld ausgeben. Und dass Sie endlich wieder Kaffee trinken können. Und dass es hier endlich mal wieder weitergeht. Ja, mein Gott. Dann kaufe ich das halt jetzt. Gute Entscheidung. Wiedersehen. Ah, wie jeden Freitag. Einen neuen Drucker, bitte. Die Farben werden leider schon wieder etwas blasser. Kann man nichts machen. Außer neu kaufen. Bis nächsten Freitag, Damen. Ich bringe das mal eben auf den Müll. Der deutsche Arbeitsmarkt braucht dringend Kräfte, gerade in Berufen, die viele Deutsche nicht machen wollen. In der Pflege, ja, in Handwerksbetrieben, in der Gastronomie. Politiker wie Jens Spahn reisen zum Teil bis Mexiko, um Pflegekräfte anzuwerben. Statt anderswo gut ausgebildete Menschen anzuwerben, könnte man auch erstmal anfangen, in Deutschland gut ausgebildete Menschen nicht wegzuschicken. Aber das deutsche Aufenthaltsgesetz ist nun mal ein Buch mit 7 Rückflugtickets. Es gibt sogar Fälle, da sind ausländische Arbeitskräfte zu qualifiziert, um hier bleiben zu können. Klingt bescheuert, ist auch so. Daniel Sprenger. Deutschland hat viele Schienen und viele Züge. Aber es gibt da ein ganz entscheidendes Problem. Es gibt derzeit nicht genug Lokführer. Also ein Lokführerberuf ist schon seit vielen Jahren in den Top 10 der Mangelberufe. Um den Mangel zu bekämpfen, hat die Mannheimer Eisenbahnverkehrsgesellschaft Firas Kortbene zum Lokführer umgeschult. Der Tunesier war 2013 als Student nach Deutschland gekommen. Dann sattelte er auf Lokführer um. Ich fahre Güterzüge, Baureihe 193, Vectron, also Siemens Vectron. Das ist wirklich ein schöner Zug. Die habe ich durch meine ganze Ausbildung gehabt. Bei der MEV startete die Ausbildung mit einer 10-monatigen Einstiegsqualifizierung. Zu kurz, wie uns das Regierungspräsidium Karlsruhe schreibt. Eine Ausbildungsduldung kann nicht für Einstiegsqualifizierungen erteilt werden, sondern nur für qualifizierte Berufsausbildungen. Also sagte Kortbene zu, im Anschluss noch eine 2-jährige IHK-Ausbildung anzuschließen. Doch dann das. Die Einstiegsqualifizierung soll eigentlich Grundlagen schaffen, um dann in die Ausbildung zu starten. Wir haben aber gemerkt, dass Herr Kortbene da pfiffig ist und er hat überall sehr gute Leistungen gezeigt. Nicht nur gute, sondern sehr gute Leistungen. Kortbene schaffte in 10 Monaten das, wofür eigentlich 3 Jahre vorgesehen sind. Er erhält den Triebfahrzeugführerschein. Der berechtigt dazu, selbstständig als Lokführer auf dem deutschen Netz tätig zu sein. Ich habe zuerst also die Umschulung am 31. August 2020 bestanden. 1. September bin ich ja zur Firma gegangen. Die haben mir einen Vertrag also vorgestellt. Das war ein super Vertrag. Das war ein Traum für mich. Ja, ein Traum. Doch halt, halt, halt! Für die harte Behördenrealität geht das alles viel zu schnell mit diesem unbefristeten Vertrag. Eine Arbeitserlaubnis gibt es erst nach einer mindestens 2-jährigen Berufsausbildung. Kortbene könnte allenfalls eine weitere Duldung erhalten, schreibt uns das Regierungspräsidium. Im Rahmen dieser Duldung hätte Herr Kortbene einer Beschäftigung nachgehen dürfen. Allerdings wären aufenthaltsbeendende Maßnahmen wieder möglich gewesen. Nur wenn er sich weiter ausbilden lässt, darf er auf jeden Fall bleiben. Deshalb lernt er jetzt, was er schon kann.
obwohl ich in real life, sagt man so, also Zug fahren kann. Ich muss noch mal einen Simulator. Firas Kochbene, seit einem Jahr stolzer Inhaber eines Triebfahrzeugführerscheins und ausgebildeter Lokführer, wird die nächsten anderthalb Jahre weiter üben, wie das so ist, eine echte Lok zu fahren. Wenn es um Mobilität der Zukunft geht und vor allem um klimafreundliche Mobilität der Zukunft, dann soll ja der Bahn eine Schlüsselrolle zukommen. Klar, die Leute sollen weniger Auto fahren und sie sollen weniger fliegen. Und nur die Bahn kann es schaffen, die hohen Preise des Fliegens mit dem Staugefühl des Autofahrens zu verbinden. Die Bahn hat viele Probleme. Sie ist oft unpünktlich, schmutzig, teuer, technisch marode, finanziell unterversorgt. Die Situation ist für Kundinnen und Kunden und auch Mitarbeitende oft zum Kotzen. Oder wie man in der Unternehmensführung sagt, bahnbrechend. Da kommt das her. Dazu erfolgt der dringend notwendige Ausbau der Bahn viel zu langsam, weil irgendwie traditionell in Deutschland beim Verkehr immer die falschen Prioritäten gesetzt wurden und immer noch gesetzt werden. Der grüne Bahnexperte Matthias Gastel hat das schon vor einiger Zeit kritisiert. Ich nenne mal nur ein Beispiel. Im vergangenen Jahr 2019 wurden in Deutschland 233 Kilometer neue Autobahnspuren und Bundesfernstraßen gebaut, aber nur 9 Kilometer neue Bundesschienenwege. Der Ausbau der Schiene kommt nicht voran. Der Deutschlandtakt, nachdem ja jede halbe Stunde ein Zug auf den Hauptverkehrsachsen fahren sollte, ist in weiter Ferne. Die Bahn ist chronisch klamm. Und das Geld, das die Bahn bekommt, das fließt offenbar nicht immer dahin, wo es gebraucht wird. Die vielen Milliarden für die Bahn landen offenbar zu wenig spürbar auf den Schienen oder in den Zügen. Vielen Kritikern ist der Staatskonzern zu groß geworden. Mit einem Eigenleben, das Fortschritt hemmt. Das riesige Schienennetz etwa gehört dem Konzern. Und das soll geändert werden, zumindest wenn es nach der Ampel geht. FDP und Grüne planen eine Zerschlagung der Bahn in zwei Teile. Der eine Teil soll sich dann um den Transport von Gütern und Personen kümmern. Und der zweite Teil verkehrt nur bis Hamm. Oder ich weiß, keiner. Nein, der zweite Teil soll dann das Schienennetz sein. Und die Schienen sind dann unabhängig von der Bahn. Zwei Bereiche. Das heißt, man kommt auf der Schiene durchaus von Köln nach Hamburg, nur vielleicht nicht immer mit dem Zug. Hier ist unser Song der Woche. Thank you for listening. Ja, wow. Bahnfahren ist mega. Der Klimawandel nervt total. Wir wären so gerne CO2-neutral. Doch keine Angst, ich hab nen Plan. Lass das Auto stehen, wir fahren klimafreundlich mit der Bahn. Doch ach du Scheiße, was ist das? Das Bahnfahren macht ja überhaupt keinen Spaß. Wenn du den Anschlusszug verpasst, wenn die Züge nicht fahren, bist du bei der Deutschen Bahn. Das einzig Pünktliche war die Preiserhöhung dieses Jahr. Preise wie im Puff. Verkehrsminister Rot und Schwarz, ihr habt die Bahn komplett kaputt gespart. Weil ihr Autolobbyknechte wart. Die ICs, ja, die fahren schon seit über 40 Jahren. Und auf den Job in der Lok haben nicht mehr so viele Bock. Alles außer Autobahn war euch Wurst in all den Jahren. Baut jetzt Schienen und zwar so und repariert auch mal das Klo. Wir leben ja in einer Welt, in der immerzu alles bewertet wird. Das ist ein seltsames Verständnis von Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit, nochmal ganz langsam. Ja, Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass man zu allem und jedem eine Meinung äußern muss. Und was man definitiv nicht bewerten muss, sind die Körper anderer Menschen. Wird aber gemacht. Vor allem von Menschen, die es definitiv nichts angeht. Dumme Sprüche auf der Straße oder verachtende Posts in den sozialen Netzwerken über Nasen, Bäuche, Oberschenkel. Das maßlose Beurteilen des Körpers hat einen Namen: Bodyshaming. Wenn Menschen aufgrund ihrer körperlichen Erscheinung diskriminiert werden. Mit deinem Körper solltest du besser keinen Bikini anziehen. Leggings in Größe 40, ein No-Go. Mit deinen dünnen Stelzen in Röhrenjeans, schäm dich. Schämlich, so werden Menschen gedisst, deren Körper nicht dem gefotoshoppten Ideal entsprechen. Und das hat gravierende Auswirkungen.
Bei Schülerinnen und Schülern in Deutschland wird jeder Sechste wegen des Aussehens gemobbt. Und das oft, weil man diesen wirklich völlig idiotischen Körperbildern nicht entspricht. Die sind wirklich idiotisch. Es gibt zum Beispiel den Beauty-Trend Collarbone Challenge. Da geht es darum, dass man möglichst viele Geldmünzen hinter sein Schlüsselbein legen kann. Ja, das können nur Menschen, die extrem schlank sind. Einen blöderen Ort für Münzen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Habt ihr kein Portemonnaie? Oder die A4-Challenge. Da muss man schlank genug sein, um die Taille hinter einem DIN A4-Blatt verstecken zu können. Das ist wichtig, damit die Taille auch gefaltet in einen handelsüblichen Briefumschlag passt. Oder was? Wer das schafft, meistert vermutlich auch die Belly-Button-Challenge. Rückwärts um den Körper greifen, um seinen Bauchnabel zu berühren. Wenn ich das Bedürfnis habe, meinen Bauchnabel zu berühren, dann mache ich das so. Geht einfacher, ist auch gesünder. Kleiner Tipp. Es gibt das Schönheitsideal der Bikini Bridge. Die Bikini Bridge entsteht, wenn die Bikinihose auf den Hüftknochen aufliegt und nicht auf dem Bauch. Ja, nicht mal Barbie hat eine Bikini Bridge. Was für ein Schwachsinn. Genauso wie der Thigh Gap, die Oberschenkellücke. Die Beine sollen so dünn sein, dass sich die Oberschenkel nicht berühren. Warum sollen Menschen so eine Lücke haben? Dafür muss man nur hungern und beim Fußball macht man so die Mauer kaputt. Es geht aber nicht nur um schlank sein. Zu dünn darf man oder vielmehr Frau natürlich auch nicht sein. Also besser nicht zu dünn, aber natürlich auf keinen Fall zu dick. Auch nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu lange Haare, aber auch nicht zu kurze. Bitte nicht ungeschminkt, das ist ja furchtbar, aber nicht zu sehr geschminkt. Das wirkt ja total künstlich. War es noch nicht schwanger? Hilfe, viel zu schwanger. Körper werden immerzu und von den unberufensten Personen kommentiert, abgewertet, verhöhnt. Und es ist ganz wichtig, dass Eltern ihre Kinder unterstützen und immun machen gegen diesen fatalen Trend. Tja, makellos aussehen, das ist heutzutage ein Muss. Bei Germany's Next Topmodel, in Modezeitschriften oder bei Instagram. Das Gesicht muss perfekt sein. Und kein Gramm Fett zu viel. Ja, sonst war es das mit der Karriere und den Freunden. Ich sag nur Bodyshaming. Und davon mussten wir unsere Tochter schützen. Die ist halt ein bisschen, naja, fülliger. Spinnt ihr? Ich bin doch ganz normal. Ja, aber nicht perfekt. Das ist jetzt mein Abendessen. Voll nervig. Ich muss übertrieben viel Sport machen. Ja, Kniebeugen. Spannung, Körperspannung, Körperspannung. Los, Kniebeugen. Ja. Da fehlt ein Komma. Tja, dicke Menschen kommen laut einer Studie schwerer an Jobs, weil ihnen nicht so viel zugetraut wird. Und das wollen wir unserer Tochter nicht zumuten. Sie soll ja glücklich sein. Deshalb haben wir ja auch den Umgang mit ihrer dicken Freundin verboten. Die fette Schnecke ist so schlecht für Lisas Image. Aber Mama, Papa, Marie ist meine beste Freundin. Wegen solchen Kommentaren hat sie doch ihre Essstörung. Auch das noch. Siehst du, Marie ist einfach widerlich. Genauso widerlich wie deine große Nase. Meine Nase ist doch gar nicht zu groß. Da hilft auch keine Tonne Make-up wie bei vielen anderen Mädchen. Aber meine OP komme wohl gerade noch herum. Toll, damit mache ich mich ja jetzt komplett zum Honk. Danke. Ja, aber besser als gemobbt zu werden. Naja. Irgendwann hat der ganze Quatsch mit dem Bodyshaming dann endlich aufgehört. Viele extrem schöne Stars posten jetzt Bilder von ihren Schwachstellen. Niemand ist perfekt. Auch meine Frau nicht. Ja, ich habe gar kein Sixpack. Oh, warte, das poste ich. Hashtag Bodypositivity. Und das soll jetzt Menschen helfen, die wirklich Probleme haben mit ihrem Körper? Ihr habt es echt nicht verstanden. Doch. Deine widerliche Nase posten wir auch. Und ein Foto deiner fetten Freundin. Hey, guck mal. Unsere Unperfektheit hat schon 5000 Likes. Wow. Und das war's auch schon, das große Extra-3 Best-of mit meinen persönlichen Lieblingssatiren. Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, Ihnen hat's auch gefallen. Falls nicht, hoffe ich, Sie wissen zumindest zu schätzen, wie oft ich in den letzten 30 Minuten die Anzüge gewechselt habe. Und beim Friseur war ich auch. Und ich habe mich rasiert und der Bart ist wieder gewachsen. Ein Wahnsinn. Bald gibt es wieder den aktuellen Irrsinn der Woche. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen. Sag mal, hast du das Video jetzt wirklich ganz bis zum Ende geguckt? Ist ja irre. Wir haben hier Wetten abgeschlossen, ob du wirklich ganz bis zum Schluss dran bleibst. Ist dran geblieben. Wahnsinn. Ja, wenn das so ist, dann habe ich was für dich. Mehr von Extra 3 gibt es hier und hier.
kannst du den Kanal abonnieren. Ja? Ja, wirklich, bis ganz zum Schluss, wenn ich es noch sage.